Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch, wie ihr auch einen RC Tank merchen könnt und das sogar selber machen könnt. Wie geil ist das denn? Und Leute, wenn euch dieses Video gefällt, dann vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben. Und Leute, die meisten meiner Zuschauer sind nicht meine Abonnenten, deswegen, wenn euch das Video wirklich weitergeholfen hat oder euch sogar gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Falls es euch nachhinein nicht gefällt, könnt ihr mich immer noch deabonnieren, da sowieso alles kostenlos ist, deswegen geht sicher, dass ihr mich abonniert habt. Aber gut Leute, was braucht denn für diesen Glitch? Gut, als erstes Leute, braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Abteil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge steht ein Faccio drin. Ein Faccio-Roller, den ihr für 5000 Dollar im Internet kaufen könnt. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub. Und Leute, für diesen Glitch brauchen wir einen Giftcast zu Friends. Sprich, ich werde in diesem Video eine Methode zeigen, wie ihr euch verglitschen könnt. Ihr könnt euch auch eine andere Methode benutzen zum Verglitschen, zum Beispiel die von der Arena, aber ich zeige jetzt hier vom Nachtclub. Aber ihr braucht trotzdem generell einen Nachtclub für diesen Glitch. Also was braucht ihr jetzt für diesen Glitch beim Nachtclub? Also ihr braucht die B1 und die B2 Garage. Und falls ihr euch mit Nachtclub verglitschen wollt, braucht ihr auch noch die B5 Garage, also die Terabyte Garage inklusive Terabyte und Opressor MK2. Wie gesagt, Leute, ihr könnt euch auch über die Arena verglichen, zum Beispiel, da seid ihr komplett frei. Aber gut, Leute, was braucht ihr denn im Nachtclub? Ihr braucht in der B2 einen kostenlosen LG und in der B1, Leute, braucht ihr einen gemerchten Speedo Custom. Falls ihr keinen gemerchten Speedo Custom habt, Leute, schaut in die Videobeschreibung, dort habe ich ein Video verlinkt, wie ihr euch selbst einen Speedo Custom merchen könnt. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Basis inklusive Raubüberfall, und zwar den Akt 2 namens Botgun Problem. Und zwar, Leute, braucht ihr hier wirklich das Finale, nicht eine Vorbereitung oder generell offen, nein, ihr braucht wirklich das Finale. Und Leute, natürlich braucht ihr für diesen Glitch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und das Ganze muss in einen anderen Zielmodus gemacht werden. Mein Tipp, Leute, nimmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Und was natürlich ganz logisch ist, Leute, ihr braucht natürlich einen RC-Tank. Denn wenn ihr keinen RC-Tank besitzt, könnt ihr natürlich auch ihn nicht merchen. Aber ich glaube, das wusstet ihr schon. Aber ich sag's nochmal zur Sicherheit. So, das sind die Sachen, die ihr braucht, die wichtig sind, die ohne das nicht funktionieren würde. Und Leute, schon mal ein kleiner Tipp von mir, um den Glitch später ein bisschen einfacher zu machen. Ihr könntet schon mal ein Auto oder ein Fahrzeug besitzen, was mit M anfängt. Zum Beispiel die Manchester Scout, die ich jetzt in dem Video benutzt. Warum das Ganze, werdet ihr später sehen. Aber gut Leute, das waren jetzt die ganzen doch recht vielen Voraussetzungen für diesen Glitch. Wenn ihr das Ganze habt, super, können wir direkt anfangen. Als erstes müssen wir einen Giftcast to Friends machen. Was genau müssen wir machen? Naja, wir haben unseren gemerchten Speedo Custom in der normalen B1 Garage vom Nachtclub drin. Soweit, so gut. Aber Leute, wir müssen ihn jetzt da rausglitschen. Deswegen verglitschen wir uns jetzt erstmal für den Gift Custom Friends. Das bedeutet, ihr selber seid in irgendeiner GTA Online Sitzung und euer Freund ist in einer Freundessitzung. Ganz wichtig, ihr seid nicht in der gleichen Sitzung. Gut, seid jetzt bei eurem Nachtclub, müsst jetzt eure Opressor MK2 anfordern. Habt ihr eure Opressor MK2 angefordert, müsst ihr jetzt mit dem Motorrad zum Garageneingang hinfahren. Seid ihr dort angekommen, müsst ihr jetzt erstmal die Meldung von eurem Freund vorladen. Das bedeutet, wir gehen ins PSN-Menü, ihr geht jetzt auf Profil von eurem Freund und geht jetzt auf Beitreten. Irgendwann erscheint in GTA eine Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr ihn beitreten möchtet. Hier Leute, drückt ihr die Meldung einfach weg. Das bedeutet, ihr brecht die jetzt mit Kreis ab. Das hat den Sinn, Leute, dass die Meldung an sich schon mal vorgeladen ist. Das bedeutet, wenn wir sie gleich wieder aufrufen, geht das Ganze deutlich schneller. Denn jetzt kommt ein kleiner Timing-Part. Denn jetzt fahrt ihr jetzt mit eurem Motorrad, beziehungsweise fliegt ihr jetzt mit eurem Opressor MK2 zur Garage und wählt die B5-Garage, beziehungsweise die Terabyte-Garage aus. Und sobald, Leute, ihr den Screen seht, dass ihr da reinfahrt, fliegt wie auch immer, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste und tretet eurem Freund bei und bestätigt jede Meldung mit X. Und Leute, ihr werdet schon direkt danach sehen, dass ihr so kurzen, verbackten Ladescreen habt. Wenn ihr das gesehen habt, Leute, wisst ihr schon mal, wunderbar, ich bin in dem Modus. Optimal! Gut, seid jetzt in der Sitzung von eurem Freund angekommen, müsst ihr es zu dieser Location. Seid ihr bei dieser Location angekommen, müsst ihr jetzt euer Interaktionsmenü öffnen, geht auf Sonderfahrzeuge und bestellt eure mobile Kommandozentrale. Ist eure mobile Kommandozentrale gespawnt und Leute auch ungefähr hier so wie bei mir hingestellt, dann geht ihr wieder ins Interaktionsmenü und bestellt euren Faccio-Roller aus eurem MOC. Das könnt ihr über MC President machen, wenn ihr wisst, welcher Faccio-Roller das ist,
Oder Leute, ganz einfach, geht wieder auf Sonderfahrzeuge, geht auf die Mobilkommandozentrale und geht da auf persönliches Fahrzeug anfordern. Gut, habt ihr das jetzt gemacht, Leute, ist es euer Freund jetzt auch an dieser Location angekommen. So, ihr beide steigt jetzt auf den Fatschi-Roller. Was muss jetzt euer Freund machen? Naja, euer Freund öffnet jetzt das Handy, geht das auf Kontakte, geht zum Beispiel auf euch und geht auf Nachricht schreiben. Was hat das jetzt für einen Sinn? Naja, bei ihm öffnet sich jetzt so ein Textfeld. Gut, hat er dieses Textfeld offen, sagt euer Freund euch Bescheid. Denn jetzt könnt ihr mit dem Fatschi-Roller zum Eingang vom MOC hinfahren und drückt die rechte Pfeiltaste. Sobald ihr die rechte Pfeiltaste gedrückt habt, Leute, seid ihr gefreezed. Ihr könnt nichts mehr machen. Gut, was müsst ihr jetzt tun? Naja, ihr wartet jetzt einfach, bis euer Freund tatsächlich vom Motorrad gekickt wird. Und sobald euer Freund vom Motorrad gekickt wurde, könnt ihr euch wieder bewegen und könnt den Fatschi-Roller zur Seite fahren. Habt ihr jetzt euren Fatschi-Roller zur Seite gestellt, steigt ihr ab, öffnet jetzt euer Interaktionsmenü und lasst euren Fatschi-Roller wieder einlagern. Denn jetzt, Leute, öffnet ihr wieder das Interaktionsmenü, falls es ihr geschlossen habt, und bestellt euren gemerchten Speedo Custom. Habt ihr euren gemerchten Speedo Custom jetzt bestellt, müsst ihr jetzt natürlich jetzt in der Nähe parken, falls ihr jetzt wirklich etwas weiter weggespawnt ist, so wie bei mir. Denn er muss jetzt da unten an der Straßenkreuzung stehen. Das ist ganz wichtig, Leute, nicht, dass ihr das vergesst. So, gut. Unser Speedo ist jetzt bestellt und steht jetzt an der richtigen Location. Was müsst ihr jetzt machen? Euer Freund stellt sich jetzt in der Nähe von eurem MOC hin oder lehnt sich gegen die Rückwand und ihr lauft jetzt zu Fuß rein und geht auf alleine beitreten. Sobald ihr das gemacht habt, Leute, habt ihr einen endlichen Blackscreen. Das bedeutet, ihr seht einfach gar nichts mehr. Um aus diesem Blackscreen wieder rauszukommen, Leute, müsst ihr jetzt jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr geht auf die PSN-Freundesliste und schaut mal, wer GTA spielt. Haben wir jetzt jemanden gefunden, der GTA spielt, treten wir jetzt einfach bei. Und Leute, sobald die erste Meldung in GTA geladen hat, drückt ihr hier gar nichts, Leute. Wirklich gar nichts. Denn ihr drückt jetzt einfach nochmal die doppelte PlayStation-Taste, beziehungsweise geht einfach nochmal auf sein Profil und tritt den nochmal bei. Und Leute, hier entscheidet sich, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Denn wenn er den gleichen Zielmodus hat wie ihr, ändert sich die GTA-Meldung gar nicht und ist nicht zu gebrauchen für euren Glitch. Aber wenn sich jetzt die Meldung geändert hat, nämlich dass hier jetzt steht, möchten Sie jetzt den Zielmodus ändern, dann habt ihr jemanden gefunden, der an einem Zielmodus ist und ihr könnt hier einfach Kreis drücken. Und sobald ihr Kreis gedrückt habt, Leute, seid ihr unsichtbar. Wie geil ist das denn? Und jetzt, Leute, müsst ihr nur zu eurem Speedo Custom laufen und einfach einsteigen. Zack, boom, bam, euer Speedo Custom steht jetzt offiziell in eurem MOC. Wie geil ist das denn? Wenn ihr das jetzt geschafft habt, Leute, wunderbar. Denn jetzt müsst ihr GTA einmal neu starten oder geht in den Editor und sucht euch eine neue Sitzung. Denn für den nächsten Schritt müsst ihr wieder aus diesem Gift Cast to Friends Modus raus sein, sonst funktioniert es nicht. Also macht das mal. Seid ihr jetzt wieder in einer neuen Sitzung gespawnt, dann müsst ihr jetzt wieder euren MOC anfordern. Denn wir müssen jetzt diesen Speedo Custom, der noch in unserem MOC steht, müssen wir jetzt wieder umparken. Das bedeutet, ihr bestellt jetzt wie gesagt euren MOC zu euch und bestellt zusätzlich jetzt zum Beispiel den Elegy aus der B2 Garage. Gut, habt ihr das jetzt gemacht, fahrt jetzt mit dem Elegy hinten in euren MOC rein. Es kann trotzdem sein, dass ihr jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommt. Falls das jetzt passiert, Leute, dann sucht euch jetzt jemanden wieder raus, der einen anderen Zielmodus hatte. In meinem Fall, Leute, habe ich ihn jetzt einfach von ihm wieder genommen. Und macht das gleiche wie eben. Gut, in meinem Fall bin ich jetzt wieder hier kurz unsichtbar gespawnt, aber kurze Zeit später war ich wieder sichtbar. Aber jetzt ist das Fahrzeug jetzt wieder umgeparkt. Soweit, so gut, Leute. Ich sag euch jetzt sogar nochmal kurz hier im Nachtclub, dass ich jetzt hier auch wirklich umgeparkt habe, dass jetzt hier mein Speedo Custom in meiner B2 Garage steht. Und Leute, ganz wichtig, dass jetzt in der B1 Garage mein Fatschi-Roller steht. Soweit, so gut. Was müsst ihr jetzt tun? Naja, ihr nehmt jetzt den Fatschi-Roller und verkauft den jetzt bei LS Custom. Damit macht ihr diesen Stellplatz ein bisschen, naja, man kann schon sagen buggy. Und das brauchen wir wiederum für den Merch-Glitch vom RC Tank. Gut, Leute, habt jetzt euren Fatschi-Roller verkauft. Bestellt jetzt als nächstes, wenn ihr habt, keine Pflicht, aber wenn ihr habt, bestellt jetzt ein Auto oder Motorrad, was mit M anfängt zum Beispiel. Oder in der Nähe des Alphabets, damit ihr es später leichter habt. In meinem Fall ist es jetzt die Manchester Scout, also das neueste Motorrad vom letzten DLC. Gut, habt ihr das jetzt bestellt, müsst ihr jetzt einfach eine neue Sitzung suchen. Seid ihr jetzt in einer neuen Sitzung gespawnt, müsst ihr jetzt zu eurer Basis fahren. Das bedeutet, ja, ihr fahrt jetzt zu eurer Basis. Also ihr könnt jetzt zu eurer Basis fahren oder euch sogar auch teleportieren, den Job-Teleport machen.
Wie geht dieser Job-Teleport, falls ihr jetzt nicht fahren wollt? Naja, Leute, ihr geht auf die Karte, geht zu eurer Basis und schaut, okay, welcher Jobrang ist jetzt in der Nähe. Das bedeutet, ihr startet den Job. Und sobald ihr den Job gestartet habt oder ein Jobmenü drin seid, dann könnt ihr es dann wieder machen mit dem Zielmodus. Das bedeutet, ihr sucht jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. Wie das Ganze geht, Leute, habe ich ja schon am Anfang des Videos erklärt, deswegen überspringe ich das jetzt. Und ja, ich habe es jetzt einfach hier gemacht und Leute, ich bin jetzt in der Basis drinne. Gut, ihr seid jetzt im Überfallraum drinne. Was müsst ihr jetzt machen? Naja, als erstes braucht ihr einen Job. Das könnt ihr von Sigmund machen oder von Geralt, generell egal. Habt ihr jetzt einen Jump von Geralt oder Simeon bekommen, müsst ihr euch erstmal so platzieren, dass ihr den Raubüberfall starten könnt. Das bedeutet, ihr müsst euch jetzt hier auch als CEO oder MC-President registrieren, falls ihr das nicht seid. Wenn ihr dann oben links die Meldung habt, sehr gut, können wir weitermachen. Denn als nächstes müsst ihr das Handy öffnen, geht auf Jobliste, geht auf den Job und zwar so, dass ihr den Job nur noch einmal X drücken müsst, um ihn zu starten. Als nächstes, Leute, müsst ihr jetzt die Optionstaste gedrückt halten. Es passiert jetzt hier noch gar nichts, Leute. Aber sobald ihr jetzt die Optionstaste wieder loslasst, müsst ihr dann auch X drücken. Das bedeutet, ihr öffnet das Optionsmenü und startet gleichzeitig den Job auf dem Handy. Und wenn ihr das geschafft habt, Leute, hört ihr das auch am Headset oder irgendwie, dass ihr so ein Handyklicken halt hört, obwohl das Optionsmenü offen ist. Aber das war's noch nicht, Leute. Jetzt kommt eigentlich erst der schwierige Teil. Denn als nächstes müsst ihr jetzt auf Online, Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, Missionen und zum Beispiel Job für einen Titan. Es können auch andere Jobs sein, aber auf jeden Fall eine Mission. Und jetzt, Leute, braucht ihr wahrscheinlich ein bisschen Glück. Hier drückt ihr jetzt einfach X. Jetzt wirst du natürlich gefragt, ob du den Job starten möchtest. Und sobald du das bestätigst, musst du die rechte Pfeiltaste spammen, bis praktisch dein Controller kaputt geht. Und Leute, danach werdet ihr sehen, ob das Ganze funktioniert hat. Denn euer Ziel ist es natürlich, im Raubüberfall zu spawnen, aber dass es so verbuggt ist, dass da oben steht, dass es nicht von Leste ist, sondern dass da oben steht, das Bobdump-Problem Simeon oder Bobdump-Problem Geralt. 2 von 4 oder 1 von 4, irgendwie sowas, ne? Hauptsache nicht der normale Raubüberfall. Und Leute, bis ihr das geschafft habt, braucht ihr tatsächlich ein bisschen länger. Aber ihr werdet das schon hinbekommen. So Leute, in meinem Fall seht ihr jetzt hier gerade, dass das hier leider nicht funktioniert hat. Das bedeutet, ihr geht jetzt einfach normal aus den Raubüberfall raus. Und Leute, ihr müsst den ganzen Step wieder von vorne machen. Das bedeutet, Leute, ihr schaut wieder, dass ihr oben links die Meldung habt, rechte Pfeiltaste drücken für den Überfall, öffnet dann wieder euer Handy, geht auf Jobliste, geht auf den Job, dass ihr noch einmal X drücken müsstet und so weiter und so fort. Und Leute, das müsst ihr halt wirklich so lange machen, bis ihr es halt geschafft habt. Gut, in meinem Fall zeige ich euch jetzt hier, dass ich jetzt mal geschafft habe. Ich habe das Ganze jetzt hier geschafft und ihr seht auch jetzt oben in der Überschrift, dass das hier nicht ganz in Ordnung ist. Denn bei mir steht jetzt hier Bobgun-Problem Geralt. Eigentlich müsste ja stehen Bobgun-Problem Lester. Aber wenn ihr das jetzt geschafft habt, Leute, ladet jetzt einfach euren Freund ein und startet den Raubüberfall. Habt ihr jetzt einen Raubüberfall gestartet, werdet ihr so verwackten Screen bekommen, dass es irgendwie nicht richtig startet. Ihr seid jetzt irgendwie noch in der Basis oder oben an der Oberfläche, je nachdem, welche Basis ihr benutzt hattet für diesen Glitch. Denn jetzt könnt ihr auswählen, welches Fahrzeug ihr benutzen möchtet. Und Leute, jetzt müsst ihr schnell sein, denn ihr müsst jetzt hier euren Panzer raussuchen. Und der Panzer hat den Namen Invader and Pursuer Panzer. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich glaube eher weniger. Ist auch generell egal. Auf jeden Fall müsst ihr diesen Namen hier finden, denn das ist der Panzer. Und ihr müsst ihn auch hier wirklich ausgewählt haben. Und wenn ihr den gefunden habt, könnt ihr auch das Ganze bestätigen und sagen, ihr seid bereit. Und jetzt müsst ihr einfach warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Und sobald ihr in der Mission drin seid, könnt ihr eurem Freund Bescheid sagen, ey, yo, bitte verlass mal den Raubüberfall. Das kann er einfach mit dem Handy machen, das über Jobliste rausgeht. Oder einfach GTA neu starten. Irgendwie sowas. Hauptsache, das Ding crasht. Gut, ihr werdet rausgeschmissen und ihr geht natürlich jetzt in den freien Modus. Seid jetzt im freien Modus angekommen, Leute. Teleportiert euch jetzt einfach zu eurem Nachtclub. Seid jetzt bei eurem Nachtclub angekommen, Leute. Geht es einfach zu Fuß in eure B2-Garage rein. Seid ihr in der B2-Garage angekommen, geht jetzt einfach zu eurem Speedo Custom, steigt ein und tut irgendwas um. Es muss nichts Teures sein, aber irgendwas müsst ihr umtunen. Aber wenn ihr das gemacht habt, Leute, verlasst ihr das Fahrzeug mit Speedo Custom. Habt ihr das gemacht, Leute, steigt ihr aus und lagert euer Fahrzeug ein
Und als nächstes, Leute, bestellt hier auch einen RC-Panzer. RC-Tank wohlgemerkt. Und zack, bum, bam. Euer RC-Tank ist gemerkt. Aber noch nicht gespeichert. Das bedeutet, ihr fahrt jetzt zu LS Customs und ihr tunt auch irgendwas um. Ne? Sei es Waffe oder Design. Ne? Und dann habt ihr das Ganze auch abgespeichert und ist alles wunderbar. Aber gut, Leute, das war jetzt generell das Video zu diesem Merch für den RC-Tank. Aber jetzt habt ihr einen kaputten Garagenstellplatz an der Stelle, wo eigentlich das Speedo Custom stehen müsste. Und wenn ihr das repariert haben wollt, Leute, dann bleibt jetzt dran. Und jetzt zeige ich euch, Leute, wie ihr euch in der B1-Garage den so gesehen kaputten Garagenstellplatz von Speedo Custom wieder reparieren könnt und euren eigenen Speedo Custom wieder zurück auf diesen Stellplatz bekommen könnt. Und das ist wirklich ganz einfach, Leute, denn ihr braucht dazu einfach mal ein Straßenfahrzeug in eurer Garage. Aber wichtig, Leute, das Auto darf nicht versichert sein. Das bedeutet, ihr nehmt frisch ein Auto aus der Straße, fahrt es in eine normale Garage, fahrt dann wieder raus und fahrt zum Nachtclub. Seid ihr beim Nachtclub angekommen, Leute, steigt hier aus und jagt das Straßenfahrzeug in die Luft. Ja, Leute, richtig gehört, in die Luft jagen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr jetzt einfach in die B2 oder wie auch immer die Garage rein, wo aktuell euer Speedo Custom steht. Wie gesagt, in meinem Fall ist es gerade die B2-Garage. Seid ihr jetzt in der B2-Garage angekommen, Leute, müsst ihr einfach nur einsteigen und irgendwas umtunen. Es ist völlig egal, was ihr umtunet, Hauptsache ihr tunet irgendwas um und danach steigt ihr wieder aus dem Speedo Custom aus. Seid ihr aus dem Speedo Custom ausgestiegen, könnt ihr einfach eine neue Sitzung suchen oder geht Story-Modus, sucht dann eine neue Sitzung, wie auch immer. Hauptsache ihr wechselt die Sitzung. Und sobald ihr die Sitzung gewechselt habt, Leute, könnt ihr in die B1-Garage mal reinschauen, denn da steht jetzt euer Speedo Custom. Richtig geil, richtig easy und ihr habt das durch jetzt keinen kaputten Garagenstellplatz. Deswegen, Leute, lasst mir doch mal einen fetten Daumen nach oben da für dieses Video. Und wenn das Video wirklich weitergeholfen hat oder euch sogar mal gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.